Hallo, liebe Leute, hier ist euer Stredog und der Carafa ist auch mit dabei. Sag Hallo zu YouTube. Hallo YouTube. Und wir begrüßen euch bei Wargame Red Dragon. Das ist der dritte Teil quasi der Wargame-Reihe, der, ich glaube, heute, wie wir das spielen, und bei euch ist es dann gestern, quasi als Early Access freigegeben wurde. Der offizielle Release ist, glaube ich, nächste Woche, oder? Ich hatte irgendwas mit April im Kopf, glaube ich. Okay, das ist nicht nächste Woche. Und ja, da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Und wir haben uns jetzt ein bisschen reingefuchst, unsere Decks gebaut und ja, dann haben wir uns gedacht, stürzen wir uns mal todesmutig in ein Gefecht gegeneinander diesmal. Und ja, wir befinden, also die Karte ist schon ein schönes Feature, dass man jetzt wirklich sieht, wie die Karte aussieht. Nicht nur so kleine Fotos hier am Rand, sondern auch wirklich hier. Und ja, ich habe das Jägerbataillon 371 ausgewählt. Und ein weiteres Feature von Red Dragon ist, dass man nicht sieht, welches Deck der Gegner ausgewählt hat. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und ja, red man nicht weiter drumherum. Starten wir das Ding. So. Da unten Gott, dieser. das ist echt schön viel Fläche hier, bei diesen Maps heutzutage. Es ist sehr flach, ja. Meine Panzerfreund. Ja. Das Thema Panzer hatten wir ja vor uns. Okay. So, wir haben eine Jägereinheit. 36 Gruppen Jäger. Bisschen was an Unterstützung. Und bisschen was an Luftunterstützung auch. Fangen wir mal an. Der fährt dahin. Der fährt dahin. Und dann nehmen wir die hier und die hier dahin. Ja. Logistik. Einen dahin. Muss ich mich halt wirklich darauf konzentrieren, wirklich alle Flanken und alle Brücken zu beschützen irgendwie. Infanterie. Dahin. Der kommt dahin. Der dahin, so. Oh, guck mal, die Karte funktioniert jetzt. Stimmt. Nettes Feature.
von denen. Einen davon. Menno, ich war noch gar nicht fertig. Man sagt, ein guter Speer ist einer, den das könnte ja dazugehören zu meiner Taktik, ne? Wir erkunden das Gebiet. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? Stellung verlegen. Startet den Motor. Holen Sie das Fernglas raus, Stufz. Das ist so typische Bundeswehrrede. Na, meine Jungs sagen leider noch nichts. Das kommt wahrscheinlich noch. Ich meine, es ist immer noch Beta, ne? Aber so richtig das Sprechen haben sie noch nicht gelernt. Also spielst du vermutlich eine von den neuen Nationen. Hast du vielleicht dein chinesisches Deck rausgeholt? Es ist möglich, dass es ein chinesisches Deck ist, ja. Ebenso möglich ist eigentlich auch, dass es sich um ein chinesisch-koreanisches Deck handelt. Du meinst so, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung oder was? Ja, wobei ich dir sagen kann, das Deck ist nicht mal so scheiße, wie du glauben magst. Okay. Es wird vermutlich gerade so ausreichen, dass ich dagegen eine Chance habe. Naja, was man bei den Jungs nicht unterschätzen darf, ist einfach mal die Masse. Ja, jetzt habe ich Angst. Wollen wir wen mitnehmen? Was seht ihr denn? LKWs. Und ich habe noch keine Artillerie. Das ist schlecht. Und das ist auch schlecht, dass ich das jetzt so gesagt habe. Was natürlich auch alles nur Bestandteil einer unheimlich genialen Desinformationskampagne gegen mich sein das könnte. Das kann natürlich sein. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? Der Feind ist in Reichweite, Sie aber auch. Wollen wir wen mitnehmen? Kommt hier noch ein Aufklärer? Ach ja. Aber ich muss sagen, die Karten so an sich sehen schön aus. Ja. Haben sie sich viel Mühe gegeben. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Nein, es sieht ja wirklich schön aus, kann man nicht sagen. Sie haben sich bemüht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste herauszuholen. Das klingt irgendwie so negativ. Ach Quatsch. Lass dir nichts einreden. Okay. Wenn du das natürlich sagst, dann lass dir nichts einreden. Interessant ist übrigens, dass jeder chinesische Soldat wirklich mit vollem Namen John Doe heißt. Das ist ja echt putzig. Ja, das wissen viele ganz, dass einer der häufigsten chinesischen Namen John Doe ist.
Was mich aber etwas stört, ist, dass die Einheiten, wenn sie gerufen werden, nicht unbedingt den klügsten Weg, sondern den direkten Weg wählen. Der klügste Weg, das kriegst du am leichtesten, wenn du dich einfach auch schnell vormarschieren klickst mit Ja, Ö. aber dann, ja, muss ich halt nur quasi immer jede Einheit abwarten, beziehungsweise abholen, sozusagen. Na, du kannst ja auch alle markieren und dann Ö drücken, dann fahren sie alle mit diesem Spezialbefehl. Ah, also auch schon, wenn die sich schon be bewegen und ich muss dann nicht extra noch ein Ziel angeben oder was? Nein, nö, also du markierst die Einheiten, drückst dann Ö und gibst ihnen dann das Ziel. So mache ich das zumindest immer. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Hm. Habe ich einen? Ich glaube nicht. Ne, ist nicht. Was ist das denn? Das sieht aus wie das Oberteil von einem Marder 1, also dem altdeutschen Panzerjäger sozusagen. Das sind im Endeffekt einfach nur die billigsten Flakpanzer, die jemals hergestellt wurden. Herzlichen Glückwunsch zu einem zerstörten Sonderwagen. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat, du. Das hier ist übrigens auch ein neues Feature. Die Einheit, die ausgewählt wurde, wird eingeblendet und gezeigt, wie sie sich bewegt. Wobei ich das eher als ein nerviges Feature empfinde, wenn ich ehrlich sein darf. Vor allen Dingen, man kann ranzoomen und man kann rauszoomen und man kann die Einheit im Bild drehen. Also nach links und nach rechts. Voll Knorke. Schnaffte. Oh, Peter benutzt Pan. ihr gleich noch Fremdwörter hier oder was? Natürlich. Angeber. Ich will jetzt erstmal hier den Fluss ordentlich sichern. Und dann geht es darum, ein bisschen Druck zu machen. Und darum, wer zuerst ausblutet. Ja. Oh, du hast einen Dornier 205 entdeckt. Ja, und diesen Hubschrauber habe ich auch vernichtet. Ach was. Unglaublicher. Du bist ja echt der Fuchs. No. Neben.
steht ihr denn hier rum? Warum stehen die hier rum? Wer steht wo rum? Mit dir rede ich doch gerade gar nicht. Ich rede mit den Zuschauern. Warum stehen die hier rum? Kann mir wieder keiner sagen. Eine Mi 24. Mächtig gewaltig, Egon. Ich biete den Leuten wenigstens irgendwas zum Gucken, ne? Was ist das denn? Ah, ein PT-76. Daneben. Ah. Typ. That miss. Ich glaube, selbst wenn das getroffen hätte, die Raketen haben, ist doch nicht so eine beschissene Durchschlagsleistung. Es ist schon irgendwie putzig, wie die sich so beschießen da. Ja. Und gegenseitig nicht treffen. Ja, fick dich, Junge. Wir haben es mitbekommen. That miss. Na, wo ist hier? Da ist. Natürlich haben wir hier nicht. Was wollte ich nochmal? Genau, das wollte ich. Ich habe schon komische Leute. Erste kommen mit ihrem Hubschrauber frisch aus der Werkstatt quasi und sagen: Dieser Heckrotor muss überprüft werden. Wenn das so in der ZDV steht, steht das so in der ZDV drin und dann muss das gefälligst auch so gemacht werden. Aha. Nicht? Naja.
Jetzt machst du meine teuren 15-Punkte-Panzer kaputt. Ja, weil ich's kann. Die Hälfte der Zeit ist rum, nichts ist passiert. Es ist ein hartes Gefecht. Ja, also ohne Zweifel. Mir ist zwischenzeitlich fast die Luft weggeblieben. Haben so einen beschissen schlechten Tank, also Tankvorrat. Die schaffen nicht mal den Weg von der Basis zur Front. Ich muss sagen, diese nordkoreanische Flugabwehrfahrzeuge sind unheimlich für'n Arsch. Ja, warte. Das ist ein weiteres Feature. Also zumindest das Wichtigste, finde ich fast, in diesem Spiel, dass die Fahrzeuge jetzt auch im Wasser kaputt gehen können. Man muss es bloß richtig anpreisen, du. Ja. Was allein das Wasser schon für ein Engine braucht, ne? Das ist ja unglaublich. Ey, ich muss sagen, das Wasser sieht gar nicht so schlecht aus. Du hast wahrscheinlich auch bessere Grafikeinstellungen als ich. Ja, vermutlich. Gerade in dem Moment, wo die Wiesel quasi ihre TOWs abgeschossen haben, wird das Ziel nicht, also werden meine Aufklärer ausgeschalten und verlieren das Ziel. Also die TOW-Wiesel verlieren das Ziel. Die TOW-Wiesel. TOW-Wiesel. Thanks.
sind eigentlich meine Panzermörser, die ich mir geholt habe? Habe ich mir doch geholt, oder? Ja, wenn ihr wisst, ob der Strelok die geholt hat, dann schreibt doch mal was in die Kommentare. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Los, wir haben nur noch 9 Minuten. Ich führe momentan. Ja, in einem der wahrscheinlich unspektakulärsten Gefechte aller Zeiten. Ja. Also bei den Franzosen hat man früher sowas Sitzkrieg genannt. Und das war geächtet. Die waren einfach nur neidisch, weil die nicht so schöne Stühle hatten. Genau. So ist es nämlich in Wirklichkeit gewesen. Voll so. Und überhaupt. Das Problem, was wir beide hier, glaube ich, bei der Map auch gerade haben, ist, dass wir relativ wenig Aufstellungspunkte hatten und halt einfach mal einen riesengroßen Frontbereich abdecken müssen. Ich meine, mit einer konzentrierten Aktion irgendwo in die Flanke des Gegners rein, hätte man echt was reißen können, aber da braucht man halt erstmal das Material dafür. Können deine LKWs nicht mal stehen bleiben? Nein. Aber dafür, dass sie hier so unter Feuer geraten, kommen, fahren die ganz gut. Also ich glaube, denen geht vorher der Sprit aus. So, die M48, die sich jetzt an deine LKWs ran machen, haben noch ganze 30. Okay, jetzt haben sie keinen Sprit mehr. Aber sie sind gerade so in Reichweite gekommen. Ich habe meine Jungs auch nicht weitergeschickt, weil ich nie damit gerechnet habe, dass sie so weit durchkommen würden. Ja, natürlich. Mensch, landet doch jetzt endlich mal. Alter, wie ewig die brauchen. Also ich glaube, mit Dorniers wäre das schneller gegangen. Möglich. Das Problem ist halt, sobald die landen, kann ich die mit meinen normalen Bodenraketen angreifen. Ja, aber da wären wenigstens die Infanterie raus gewesen. Ja. Also, ein Argument gegen den CH-35. CH-53. Er ist schwer und langsam. Mhm.
Und ein Argument gegen die M48, sie haben scheiße wenig Treibstoff mit dabei. Yeah, ich habe einen Hubschrauber mit einer, was ist das? Milan-Rakete abgeschossen. Der war gerade am Lernen. Das Problem, dasselbe ist, was dir hier vorhin passiert ist, oder dir vorhin passiert ist, mir gerade passiert. Ich wollte meine Infanterie raus haben, die an Bord war. Aber die war raus. Weil ich habe nur Nein, 10. die ist tot bei Okay. mir. Wird mir zumindest als gestorben angezeigt. Gefallen. Aufs Knie. Ja, das war jetzt, ist jetzt nicht wirklich ein aufregendes Spiel. Aber so habt ihr wenigstens gesehen, was so die Neuerungen sind. Oder einige der Neuerungen zumindest. Und da drüben sieht man wieder einen schwimmenden Luchs, der gerade unter einer Brücke durchschwimmt. Ich dachte echt, ich hätte mir irgendwo Panzermörser hingestellt. Scheinbar nicht. Ja, ganz offensichtlich. In den letzten 2 Minuten Unterstützung. Lass mich raten, mein Lux steht außerhalb der Reichweite der RPG-7. Ja. So, und jetzt macht euch auf einen richtig geilen Anblick gefasst. 3, 2, 1. Okay. Wenn der Himmel nicht so hell wäre. Okay, so sieht das doch ganz. Ja, doch, so, ja. Sieht doch ganz annehmbar aus. Und tatsächlich, hier drüben sieht man mal schwimmende SU-76. Das ist wie so eine Entenfamilie. Ja. Und die können sogar im Wasser stehen bleiben und schießen. Ist die Sparvariante vom Patrouillenboot. Ach, Menno, jetzt wollte ich die SU-76 unter Feuer nehmen. Aber ich bin.
Ach, das meintest du mit dem nach links verschobenen Next-Knopf. Genau. Das habe ich. Also, der erfolgreichste chinesische Soldat, chinesische und koreanische Soldat heißt übrigens John Doe. Tatsächlich, der hat. Ja, Vor allen Dingen, unglaublich. der ist übelst vielseitig. Der hat in Mi-24 gesessen, in den Su-76. Das ist halt eine große Familie bei denen. Das ist wie Bayern, wo der Familienstammbaum Ich würde ein jetzt Busch ganz ist. vorsichtig. Ich würde es an deiner Stelle nicht so laut sagen. Du könntest Leute verärgern. Hallo, das ist Bayern. freie Meinungsäußerung. Wenn die Bayern damit ein Problem haben, Kommen Sie zu mir, ich öffne die Beine. wenn sie das nicht gewohnt sind. Gut, das war's dann, oder? 60 Abonnenten auf einen Schlag weg. Tja, ist schon blöd, ne? So, hier oben wäre dann normalerweise der Knopf für die Singleplayer-Kampagne. Ich glaube, dass die Singleplayer-Kampagne Koop-fähig ist, oder also dass man die im Koop spielen kann. Das habe ich zumindest auch so gehört. Wäre eine Idee, wenn wir das machen würden, oder? Ja, wäre ich dabei. Okay, dann wisst ihr schon mal, worauf ihr euch auch mit freuen könnt. Und wir verabschieden uns von euch für heute mit besten kameradschaftlichen Grüßen von der koreanischen Front, Strelok und Carafa. Ciao. Niao.